Als Mutter der Menschheit bitte ich euch dringend, kleine Kinder, dass ihr aus eurer geistigen Lethargie aufwacht, denn die Tage der göttlichen Gerechtigkeit sind gekommen. 2. September 2018, 13.30 Uhr. Dringender Aufruf der Heiligen Maria an das Volk Gottes. Botschaft an Enoch. Meine Kleinen, der Friede meines Herrn sei mit euch allen, und die Liebe und der Schutz eurer himmlischen Mutter begleite euch immer. Kleine Kinder, unheilvolle Tage erwarten euch, fürchtet euch nicht. Betet meinen heiligen Rosenkranz, damit diese Tage der Reinigung für euch wie ein Traum vorübergehen. Die Menschheit hat die Größe des bitteren Kelches nicht erreicht, der sie erwartet. Sie fahren in ihrem täglichen Leben fort und viele fahren fort, Gott den Rücken zu kehren. Es kommen die Tage der großen Prüfung und sie werden verloren gehen, weil sie geistig nicht vorbereitet sind. Als Mutter der Menschheit bitte ich euch dringend, kleine Kinder, dass ihr aus eurer geistigen Lethargie aufwacht, denn die Tage der göttlichen Gerechtigkeit sind gekommen. Viele Seelen werden aus Versäumnis verloren gehen und andere aus Mangel an Kenntnis. Die Züchtigung ist gekommen und mit ihr die schlechten Nachrichten und Tragödien. Alle Unglücke werden unvermutet kommen, eines folgt dem anderen. Die immense Mehrheit der Menschheit, die geistig nicht vorbereitet ist, wird verrückt werden beim Durchgang der Tage der Gerechtigkeit, die sich nähern. Sie werden nach Barmherzigkeit und Verzeihung schreien, aber schon wird sie niemand mehr hören, ihre Seelen gehen für ewig verloren. Kleine rebellische Kinder, die letzten Tausendstel der Barmherzigkeit sind aufgebraucht und ihr verharrt in eurem Ungehorsam und eurer Sünde, die euch zum ewigen Tod führen werden. Wenn ihr nicht baldmöglichst zu Gott umkehrt und bereut, so versichere ich euch, werdet ihr für ewig verloren gehen. Auf was wartet ihr, Ehebrecher, Unzüchtige, Wollüstige, Unreine, Homosexuelle, Alkoholiker, Drogenabhängige, Diebe, Betrüger, Lügner, Verleumder, Zauberer, Hexen, Mentalisten und Okkultisten im Allgemeinen und andere Sünder, die ihr durch die Welt geht ohne Gott und sein Gesetz? Auf was wartet ihr, um zu Gott zurückzukehren? Die letzten Tausendstel der Barmherzigkeit sind erschöpft. Ihr geht das Risiko ein, für ewig verloren zu gehen, denn viele von euch werden wegen eurer Bosheit und Sünde der Warnung meines Vaters nicht widerstehen. Die Zeit läuft für euch ab, seid nicht dumm. Bereut und bekehrt euch ein für allemal, macht eine gute Lebensbeichte und rennt euch vom bösen Weg. Fahrt nicht weiter mit euren abscheulichen Taten, denn die Zahlung, die euch die göttliche Gerechtigkeit geben wird, wenn ihr nicht bereut, wird der ewige Tod sein. Kommt zu mir, undankbare Sünder, ich bin auch eure Mutter, ihr wisst nicht, wie viele Tränen ich für euch vergossen habe und besonders für all jene, die Okkultismus praktizieren. Wie viel Schmerz fühle ich, zu sehen, wie ihr eure Geschwister einbindet in eure verabscheuungswürdigen okkulten Praktiken. Jede okkultische Tat, die ihr macht, sind Dornen, mit denen ihr mein Herz durchbohrt und das liebende Herz meines Sohnes. Wie leiden wir, wenn wir sehen, dass ihr eure Geschwister kreuzigt? Hört jetzt auf, eure Geschwister zu quälen. Wenn ihr von Herzen bereut und zu Gott zurückkehrt, wird sich der Himmel freuen und ein Bankett für eure Rückkehr machen. Ich ermutige euch, aus der Dunkelheit zu kommen und zurückzukehren, um den Weg des Lichtes und der Liebe Gottes zu gehen. Mein Vater möchte nicht euren Tod. Ich warte auf euch wie auf verlorene kleine Kinder, um euch auch willkommen zu heißen, um euch zu verzeihen und euch neue Kleider anzuziehen und euch morgen die Freude des ewigen Lebens zu schenken. Wenn ihr eure Seele nicht dem Meister der Finsternis verkauft habt, könnt ihr von Herzen bereuen, könnt eine gute Beichte machen und Wiedergutmachung für eure Sünden leisten. Ich versichere euch, wenn ihr es so macht, wird mein Vater Barmherzigkeit mit euch haben und er wird euch freikaufen. Beeilt euch aber, rebellische kleine Kinder, mein Vater erwartet euch mit offenen Armen. Rennt zu eurer Reue, und macht wieder gut und bringt eure Rechnungen in Ordnung, denn die Nacht ist gekommen und mit ihr die Gerechtigkeit Gottes. Denkt daran, wo eine größere Sünde ist, ist die Barmherzigkeit größer, wenn ihr von Herzen bereut. Verzögert euch nicht, verlorene Kinder, wir erwarten euch, der Tisch ist bereits serviert und wartet auf euch. Es liebt euch eure Mutter, die Heilige Maria. Macht meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, meine geliebten Kleinen.